meine Lieben, und willkommen zum zweiten Teil meiner kleinen Videoreihe. Denn ich möchte euch ja ein paar Tipps geben, wie ihr kurze Nägel besonders schön verarbeiten könnt, worauf ihr achten müsst, damit sie wirklich formschön aussehen, welche Tricks es gibt, was man vielleicht nicht tun sollte. Da werde ich euch auch so ein paar Negativbeispiele geben. Also danke für euer Feedback. Das erste Video ist ja bereits online gewesen. Ich werde es euch verlinken. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch auf jeden Fall auch den Teil davor an, denn das wird jetzt, wie gesagt, eine kleine Reihe und ich werde auch nicht alles in jedem Video nochmal erklären. Ja, in diesem Video geht es so ein bisschen um das Feilen, Fräsen, welche Nagelform man nehmen sollte, was sich da einfach eignet. Und ja, ich habe es ja auch im ersten Video gesagt, gerade kurze Nägel schön zu modellieren ist nicht ganz einfach. Und da sollte man wirklich so ein paar Dinge beachten. Und ich habe das im Studioalltag wirklich meistens so, dass meine Kunden entweder wirklich die Länge haben, die ich jetzt hier am kleinen, am Ringfinger und am Zeigefinger habe, oder wirklich maximal diese Länge, die ich jetzt am Mittelfinger habe. Und viel länger habe ich keine Kundennägel. Also das ist bei mir sehr, sehr ungewöhnlich, wenn Kunden wirklich sehr lange Nägel bei mir haben. Und das ist dann halt besonders schwierig, weil ich habe recht unproblematische Naturnägel. Ich habe relativ parallele Seitenlinien, aber man hat eben sehr, sehr viele Kunden, die eher breite Nägel haben. Also diese Tulpenform sozusagen. Also hinten sind sie schmal und nach vorne hin werden sie breiter oder sie sehen breiter aus. Oft haben sie keinen ausgeprägten Tunnel, sie sind relativ platt. Da hat man echt Probleme teilweise mit der Statik, dass dann ganz schnell mal die Spitzen abplatzen und abbrechen können. Und mein Tipp vorweg ist, damit die Nägel natürlicher, schmaler und eleganter aussehen, ganz einfach die Nägel rund zu feilen. Wenn ihr so einen Nagel eckig macht, bei mir wird es noch gehen, aber bei vielen Kunden macht diese eckige Form den Nagel natürlich gleich viel, 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 viel breiter. Er sieht kürzer aus, die ganze Hand sieht so ein bisschen abgehackt aus und allein durch diese Nagelform könnt ihr ganz viel erreichen. Also das ist immer grundsätzlich mein Tipp, feilt die Nägel rund, so wie hier. Wenn der Kunde sagt, okay, sie dürfen doch etwas länger sein, dann kann man die Nägel sogar in eine Mandelform, also ein ganz bisschen nach vorne spitzer feilen, dann sieht es natürlich direkt schmaler und eleganter aus. Ihr kennt ja wahrscheinlich die Disney-Filme von früher, dass da zum Beispiel Cinderella oder die ganzen anderen Prinzessinnen, was auch immer, die haben immer sehr, sehr spitze Finger sozusagen. Im Grunde haben die ja gar keine Nägel in den Filmen, sondern das sind einfach nur spitz zulaufende Finger sozusagen. Und ja, das sieht ja optisch immer sehr elegant, sehr weiblich aus. Und genau das Gleiche könnt ihr natürlich erreichen, wenn ihr die Nägel so ein bisschen in die Mandelform feilt. Also das ist mein erster Tipp. Feilt die Nägel ganz einfach rund oder mandelförmig und schon ist die halbe Miete getan. Wenn jetzt wirklich eine Kundin darauf besteht, sie will die Nägel aber eckig haben, obwohl sie sehr breite Naturnägel hat, dann pinche ich definitiv. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich bin auch nicht der Typ dafür, der mit den Kunden diskutiert. Also wenn ich Kunden habe, also ich lese das ganz, ganz oft bei Facebook, dass dann manche sagen, ja, aber meine Kundin wollte das nicht, meine Kundin wollte das nicht. Wenn es um die Statik und um die, wie soll ich sagen, um die Optik geht, da diskutiere ich mit meinen Kunden nicht. Ich berate meine Kunden nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn ich eine Kundin habe, die ihre Nägel extrem stark belastet, durch Beruf, durch Hobby, dann werde ich ihr keine langen Nägel machen, wo die Kundin am liebsten noch sagt, mach sie mir bitte papierdünn. Es muss schon von der Statik stimmen, es muss zu der Kundin passen und ich selber muss auch zufrieden sein, wenn die Kundin rausgeht. Denn die Nägel sind sozusagen meine Visitenkarte und da achte ich da auf jeden Fall drauf. Ihr seht, ich gehe da jetzt ein bisschen in die Tiefe, aber es sind so Themen, die mir ganz wichtig sind. Und wenn ihr grundsätzlich das Ganze genauer lernen wollt, wie ihr alles vom Grund auf machen müsst beim Nägel machen, dann kann ich euch auch einfach meine Academy empfehlen. Da habe ich verschiedene Schulungen, die online abgehalten werden, wo jedes Thema ganz detailliert erklärt wird. Wie, weshalb, warum, wie kriege ich Nägel überhaupt zum Halten, was muss ich beachten. Aber mir ist das Thema einfach wichtig, weil ich lese dann auch Kommentare bei Facebook wie, ja, meine Kundin wollte keinen Aufbau. Ja, ich frage meine Kundin nicht, ob sie einen Aufbau will. Ich muss den Nagel richtig aufbauen, damit er gut hält. Und das ist keine Diskussion, die ich mit meinen Kunden führe. Meine Kunden können sich gerne eine Farbe aussuchen. Die können überlegen, ob French oder Fullcover oder Design. Aber wenn es darum geht, dass die Nägel halten sollen, dann
spreche ich da nicht drüber. Und wenn eine Kundin sehr, sehr breite Nägel hat, dann versuche ich eben zu pinschen. Jetzt habt ihr gemerkt, ich habe lange ausgeholt, aber das sind einfach Themen, die mir ganz wichtig sind. Ich möchte auch, dass ihr das versteht. Genau. Also bei mir von oben betrachtet wäre es im Grunde gar kein Problem, wenn ich die Nägel jetzt zum Beispiel kürzen würde, aber sie eckig tragen würde. Von oben betrachtet wäre das wirklich kein Problem. Ich habe parallele Seitenlinien. Aber wenn man sich die Nägel bei mir von der Seite anguckt, dann wird auffallen, dass meine Nägel, wie soll ich sagen, sie wachsen halt wirklich auch, obwohl sie dann schon länger sind, wachsen sie relativ gerade, der Mittelfinger sogar ganz leicht nach oben. Und das bedeutet, bei mir ist die Basislinie ansteigend. Das heißt, wenn ich jetzt den Nagel einfach kürze, dann habe ich keinen ausgeprägten Tunnel, sondern ich habe ansteigende Basislinien und dann sind die Nägel von vorne betrachtet relativ platt. Wir können das auch einmal machen. Und das ist etwas, was ich, bei kurzen Nägeln ist es okay. Die werden mir deswegen jetzt nicht unbedingt kaputt gehen. Aber je länger die Nägel sind, desto wichtiger ist es, dass man einen ausgeprägten Tunnel hat. Ich finde, wenn man es tragen kann, dann finde ich auch kurzeckige Nägel sehr, sehr schön. Muss ich wirklich zugeben. Aber sie haben für mich nicht die optimale Form. So sieht das jetzt von oben aus. Also wie gesagt, von oben wird man sagen, ja, ist doch alles in Ordnung. Aber ja, meine Basislinie steigt an. Und mein Tunnel, also für die Länge ist es noch okay. Aber im Normalfall, wenn ich eckige Nägel mache mit New Style, dann sehe ich schon zu, dass mein Tunnel wirklich vollständig ist und dass meine Basislinie nicht ansteigt, sondern wirklich gerade ist. Das ist eigentlich so, wie ich normalerweise eckige Nägel mache, aber also durch diesen Tunnel, durch einen ausgeprägten Tunnel, habt ihr die beste Statik. Ja, aber für so kurze Nägel wäre es jetzt nicht ganz so wichtig. Ja, idealerweise feile ich dann den Nagel tatsächlich bei mir rund. Einfach auch, um Frontliftings vorzubeugen. Das habe ich ja im ersten Video schon erwähnt. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch bitte an. Da erkläre ich, warum das bei mir passiert und was man dagegen tun kann. Und eben dadurch, dass man den Nagel rundfeilt oder mandelförmig, passiert das schon mal nicht ganz so schnell. So, und allein dadurch, dass man den Nagel rundfeilt oder mandelförmig, sieht er eben schon viel, viel schmaler aus. Da muss man jetzt aufpassen, da neigen auch viele dazu. Je kürzer die Nägel sozusagen sind, desto eher versuchen viele mit der Feile den Nagel immer schmaler zu feilen. Schmaler, schmaler, die gehen richtig in die Seite rein und feilen immer schmaler, schmaler, schmaler. Oh, sieht immer noch zu breit aus, noch schmaler, noch schmaler. Dann passiert es nämlich, dass sich diese Leute ganz schnell genau hier in der Ecke, Moment, Kamera fokussiert nicht, so, in den Ecken zu viel Material wegfallen, sich die sogenannten Seitenlinien verfeilen. Da muss man aufpassen. Dann bedeutet das nämlich, wenn die Modellage herauswächst, dann hat man hier immer so eine kleine Ecke vom Naturnagel, die mitwächst. Und das sind so Ecken, wo der Kunde gerne knibbelt und wo man ganz schnell Liftings bekommt. Das heißt, man muss schauen, wie breit ist mein Naturnagel, das freie Nagelende sozusagen, und man darf das freie Nagelende nicht schmaler feilen, als es letztendlich ist. Also es darf nicht hier die weiße Spitze am Rand mitwachsen und da ist dann kein Gel oder Acryl drauf. Deswegen, das ist halt wichtig zu beachten. Denn wenn man sagt, ich möchte den Nagel jetzt noch schmaler haben, da kann man dann eben durchs Pinschen nachhelfen. Denn durch das Pinschen drücke ich die breiteste Stelle am Nagel noch etwas zusammen. Und Pinschen ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, wenn ihr das Ganze noch nicht kennt. Wie gesagt, in der Academy erkläre ich ganz genau, wie, weshalb, warum. Ich werde es euch verlinken. Steht eigentlich in den Videos soweit immer in der Infobox drin. Ich wollte jetzt einfach nur so einen kleinen Exkurs sozusagen machen. Ich sehe schon, die Zeit rennt. Auch hier würde mich einfach mal euer Feedback interessieren, weil ich habe so viel, was ich euch gerne erzählen würde. Wenn euch das interessiert, wenn diese Themen wichtig für euch sind, dann hinterlasst mir einen Kommentar, einen Daumen hoch und dann werde ich das Ganze zu gewissen Themen etwas intensivieren, so, weil ich möchte da kein Video machen, das eine Stunde oder zwei geht. Ich sehe jetzt schon, dieses Video geht schon fast 10 Minuten. Ich habe das Gefühl, ich habe noch gar nicht angefangen. Deswegen, also auf jeden Fall rundfeilen, dann sieht das Ganze natürlich auch, ja, natürlicher aus. So, das wollte ich sagen. Es sieht dann wirklich aus wie Naturnagel. Und wichtig ist, wenn die Nägel jetzt auf
So, und dann ging das Mikro auf einmal aus. Deswegen jetzt ein Voice-Over von mir. Ich hoffe, ich kriege noch ungefähr das zusammen, was ich euch in dem Video gesagt habe. Ganz wichtig, wenn die Nägel jetzt aufgefüllt werden, dass man natürlich darauf achtet, ob Frontliftings vorhanden sind. Frontliftings einfach zwischen Gel oder Acryl und der Nagelspitze. Das ist bei ganz, ganz vielen so. Vor allem, wenn die Nägel trocken sind, wenn sie spröde sind, wenn man einen ausgeprägten Tunnel hat, so wie bei mir. Dann müsste man gegebenenfalls natürlich die komplette Modellage entfernen oder, wie ich das auch gerne mache, mit einem Bit von unten sozusagen ausfräsen, damit der Naturnagel weg ist. Ich nehme hier wieder gerne meinen Zapfenbit. Ich komme damit einfach gut in die Ecken. Ich benutze ihn sehr gerne für Studionägel. Ich beginne immer an der Spitze und nehme das Material herunter. Je nachdem, wie gut das Material gehalten hat, kann man nur einen Teil runternehmen und dann wieder auffüllen oder ja, so ziemlich das Ganze. Denn wenn du pinschen möchtest und ich werde hier pinschen, dann ist es eben wichtig, dass man das Material fast zu 100% runternimmt. Man kann eine ganz, ganz kleine Menge am Naturnagel drauflassen, auf der Nagelplatte sozusagen, aber das meiste muss eben weg, weil wenn Altmaterial auf dem Nagel ist, also wirklich die Hälfte der Modellage noch, und man dann neues Gel aufträgt oder Acryl und dann pinscht, dann kann die Modellage brechen. Und das solltest du auf gar keinen Fall tun. Ich schaue natürlich bei einigen Kunden, wenn es nicht unbedingt sein muss mit dem Pinschen, dann lasse ich das eben weg. So, und ich schaue dann genau auf der Nagelspitze auch nochmal, dass eben kein Restmaterial drauf ist, vor allem wenn man die Frontliftings hat. Ganz, also alles runternehmen. Hier sieht man es jetzt nochmal. Ich gehe komplett über die Spitze und fräse die kompletten Reste runter. Nur eben auf der Nagelplatte, die ja, ja hautfarben ist. Da kannst du ganz, ganz wenig Gel drauflassen. Dann wird natürlich der Nagel auch mit vorbereitet. Die Nagelhaut wird gleich zurückgeschoben. Mit anderen Bits entferne ich dann nochmal so ein bisschen die Nagelhaut am Rand. Jetzt hier mit einem Pro-Pusher schiebe ich die Haut zurück und beginne letztendlich wirklich mit der normalen Naturnagelvorbereitung. Die kennt man ja schon. Da ist es dann auch egal, ob man kurze Nägel hat oder lange Nägel. Dann nehme ich hier wieder meine 180 Grit Feile. Das ist die Körnung, die ich eigentlich im Studioalltag immer wähle und befeile den Nagel. Ich glätte die Oberfläche, ich raue den Nagel damit an, damit ich eine möglichst gute Anhaftung habe. Ich gehe auch richtig gründlich in die Ecken. Ich habe meine Feile vorher entschärft an den Seiten, damit ich wirklich an den Rand gehen kann. Also traut euch ruhig. Ich ziehe die Haut weg mit meinem Daumen und gehe richtig weit an den Rand. Dann nehme ich gerne diesen länglichen Diamantbit aus dem Maniküre-Set. Gibt es aber auch einzeln bei mir im Shop zu kaufen. Also ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht und damit gehe ich wirklich richtig weit am Rand entlang. Ich schiebe damit noch etwas die Nagelhaut zurück. Ich halte ihn sehr, sehr flach und kann damit wirklich optimal die Nagelhaut entfernen. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn ihr noch Anfänger sein solltet und euch fragt, warum das Ganze bei euch noch nicht hält. In den meisten Fällen ist tatsächlich die Naturnagelvorbereitung. Nagelhaut wurde stehen gelassen. Die Statik stimmt natürlich auch noch nicht richtig, aber das ist einfach ganz, ganz wichtig, weil gerade bei einigen Leuten ist es ganz extrem, dass sie eine sehr ausgeprägte Nagelhaut haben und wenn man die nicht ordentlich entfernt, dann sieht das auch nicht so schön aus. Dann nehme ich die kleine Kugel. Damit kann man auch noch mal richtig schön die Nagelhaut entfernen, also auch wenn man Hornhaut hat. Es gibt ja viele, die die Nagelhaut wegschneiden. Ich nehme dazu ganz gerne einfach die kleine Kugel. Damit kannst du die Nagelränder einfach noch mal ein bisschen sauber machen. Aber wenn ihr möchtet, kann ich noch mal ein ausführliches Maniküre-Video machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das sieht einfach viel, viel besser aus, wenn du eine Modellage machst, die wirklich richtig sauber gearbeitet ist, wo keine Nagelhaut mehr da ist. Also, wenn ihr das sehen wollt, dann lasst es mich wissen, schreibt gerne einen Kommentar, dann werde ich das auch versuchen, zeitnah umzusetzen. Und so sieht dann einfach die Nagelhaut viel, viel gepflegter aus. Der Staub wird dann entfernt und im Grunde kann man dann auch schon weitermachen mit der Modellage. Zum Schluss nehme ich mir dann noch einmal einen Buffer und glätte mir etwas die Kanten. Ihr seht, ich gehe von der Seite bis zur Mitte, damit der Nagel richtig geglättet ist sozusagen. Der darf nicht so ausgefranst sein. Dann habe ich auch keine scharfen Kanten, die irgendwie stören könnten. Mich persönlich nervt das extrem, wenn ich irgendwo hängen bleibe. Deswegen gehe ich wirklich immer mit dem Buffer am Rand entlang. Der Staub wird noch einmal entfernt und dann bin ich fertig für die Modellage. Das zeige ich euch dann im nächsten Teil.
Ich würde mich über euer Feedback freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.